Katrin Albsteiger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, wir haben schon gehört, im letzten Jahr wurde schon ein Antrag von den Linken vorgelegt. Der hat so mehr oder weniger genau das Gleiche gefordert, was die Grünen jetzt fordern. Und wir haben damals, vor kurzem streng genommen, diesen Antrag abgelehnt. Ich fürchte, dem von den Grünen droht das Gleiche. Warum? Schon seit 45 Jahren ist das BAföG eine Erfolgsgeschichte. Das BAföG ist ein systemrelevanter Teil unserer Bildungsgesellschaft und eine tragende Säule unseres Bildungssystems und darüber hinaus auch ein sozialpolitisches Instrument, das Millionen von Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ein Studium aufzunehmen. Und genau deswegen, und das stimmt, so wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben, ist das BAföG auch das Bildungsgerechtigkeitsgesetz Nummer eins. Und darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Was allerdings nicht so gut gewählt ist, das ist der Titel. Da steht nämlich Attraktivitätsverlust stoppen. Ganz ehrlich, wenn man sich den Antrag so anschaut und wenn man sich dann im Gegenzug anschaut, was im BAföG drinsteckt, dann muss ich schon sagen, für die jungen Menschen, auch wahrscheinlich die, die heute hier sind, ist es ein hochattraktives Instrument und eine hochattraktive Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen. Also von dem her ist dieser Titel bewusst irreführend und auch typisch grün pessimistisch. In der 25. BAföG-Novelle der Bundesregierung, die wir in dieser Legislaturperiode gemeinsam beschlossen haben, da ist einiges an Verbesserungen, die heute auch angesprochen worden sind, durchaus durchgeführt worden. Die Freibeträge wurden erhöht, die Bedarfssätze wurden erhöht und der Höchstsatz für ein BAföG von jemandem, der nicht zu Hause wohnt, ist 735 Euro monatlich. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Selbst die Verfasser des Antrags der Grünen Fraktion müssen in ihrem Antrag zugeben, dass die 25. BAföG-Novelle eine durchaus Verbesserungen im Bildungssystem, im Bildungsbereich gebracht hat. Und dieses Lob, muss ich sagen, nehmen wir gerne zur Kenntnis. Es ist sehr begrüßenswert an der Stelle, dass die Opposition die Leistungen der Regierung und der Regierungsfraktionen anerkennt. So ist es. So, und jetzt kommt dazu. Es geht ja immer darum, mehr und mehr und mehr zu fordern. Das kennen wir ja hier schon, wenn es um diese Themen geht. Und jetzt kommt dazu, dass wir bei der BAföG-Novelle ja nicht nur die Beiträge erhöht haben, sondern auch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Länder entlastet werden. Auch das haben wir schon gehört. Und diese Länderentlastung beträgt über 1 Milliarde Euro. Das ist ein ganz gehöriger Batzen Geld. Wenn jetzt also die Grünen auch die Freibeträge und alles Mögliche weiter erhöhen wollen, dann müssen wir doch an der Stelle konstatieren, ja, natürlich wollen wir die auch erhöhen, wenn dann das Geld da ist. Aber das alles muss unter einem Finanzierungsvorbehalt stellen. Es muss finanzierbar letzten Endes sein. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was wir allein beim Bildungshaushalt gemacht haben, um 7% ist er 2017 gestiegen, doppelt so stark wie der Gesamthaushalt. Und wenn man daraus greift, nur das, was wir im Bereich BAföG erhöht haben, dann sieht man im Vergleich zum Jahr 2014, also bevor wir die Mittel übernommen haben, die Sätze, die die Länder zahlen mussten, da haben wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro fürs BAföG ausgegeben. Und wir haben heute im Bildungshaushalt 2017 zwei Drittel dieses Geldes noch mal obendrauf gepackt. Also wenn ein Haushaltsposten innerhalb einer Legislaturperiode um zwei Drittel steigt, dann ist das enormer Batzen. Und da muss erst mal eine weitere Erhöhung entsprechend auf den Haushalt vertragen können an der Stelle. Und zu guter Letzt, in Ihrem Antrag bemängeln die Grünen, Zitat, nur 23 von 100 Kindern, deren Eltern nicht studiert haben, schaffen es an die Hochschulen. Darüber müssen wir ernsthaft reden. Das entlarvt nämlich an der Stelle mal wieder typisch linke Denke an der Stelle. Wer sagt denn eigentlich, dass das Studieren immer besser ist als die berufliche Ausbildung? Wir nämlich nicht. Man trichtert auch wieder mal bei jeder Gelegenheit, auch in diesem Antrag, den Kindern, Jugendlichen und Eltern ein, dass nur diejenigen Bildungsaufsteiger sind, die es tatsächlich auch an die Universität schaffen. Ich glaube, das ist gesellschaftspolitisch wirklich unklug und sogar moralisch verwerflich. Ich glaube, dass jeder ein Bildungsaufsteiger ist, der es schafft, in unserer Gesellschaft seinen Bildungsweg zu gehen, den Bildungsweg zu gehen, der zu ihm passt. Und wenn wir mit dem BAföG und dem Meister-BAföG unseren Teil dazu beitragen können, dann tun wir das sehr gerne. Frau Alzegger, erlauben Sie? Ich kann gerne eine Zwischenintervention machen. Gut. Herzlichen Dank. Nee, das kann er nicht. Das muss er erst mal beantragen. So. Aber
Danke schön, vielen Dank, Frau Alpsteiger. Dann hat als letzter Redner in dieser Debatte Martin Rabanus für die SPD.